Hallo zusammen. Resilientes Wirtschaften, staatliches Handeln in Zeiten von Corona, Jugend, Beteiligung, Jugendverbandsarbeit und eine sozialökologisch gestaltete Digitalisierung. Darüber haben wir, die Jugendumweltverbände, Naturschutzjugend, Naturfreunde Jugend und Bund Jugend, uns mit Sarah Harden aus der Jungen Union in einem Hintergrundgespräch unterhalten. Und mein Name ist Frauke, ich bin Mitglied der Bundesleitung der Naturfreunde Jugend und ich habe aus diesem Gespräch mitgenommen, dass wenn man soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz innovativ gestalten kann, sich dafür auch die Junge Union begeistern kann. Und in der sozialökologischen Transformation bleibt Teilhabe und Mitbestimmung einfach unglaublich wichtig, weil wir als Jugendliche von den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, am längsten, ja, unter den Konsequenzen profitieren oder leiden. Und ich gebe weiter an Helix. Ja, hallo, ich bin Helix und Mitglied im Bundesvorstand von der BUND-Jugend. Und ich fand den Austausch, wie eine gute und resiliente Wirtschaft besonders auf kommunaler Ebene funktionieren kann, die eine Klimaanpassung und auch ein soziales Wohlergehen und natürlich auch ein Wirtschaften ermöglicht, besonders spannend, fruchtbar und inspirierend, und freue mich da über weiteren Austausch. Vielen Dank dafür und ich gebe weiter an Lukas. Ja, ich bin Lukas vom Bundesvorstand der Naturschutzjugend, NAJU. Und für mich war der Austausch mit der Jungen Union extrem produktiv und auch sehr ehrlich. Ich finde, wir haben uns gegenseitig zum Nachdenken angeregt, sowohl in den Themenbereichen, von denen wir jetzt bereits gehört haben, als auch im Themenbereich der nachhaltigen Digitalität. Und ich freue mich auch im Namen der NAJU natürlich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, hallo, ich bin Sarah von der Jungen Union und ich durfte das Ganze hier auch begleiten. Ich fand es richtig toll. Man hat wieder gemerkt, dass wir junge Menschen alle bereit sind, die Zukunft zu gestalten. Wir haben uns auf viele, viele Dinge geeinigt im Bereich Digitalisierung, Mobilität. Da sind wir einfach, glaube ich, alle ähnlich unterwegs. Genauso haben wir diskutiert über den Bereich vor allem Wirtschaften. Das finde ich aber wichtig und mir persönlich ist auch der Austausch gerade mit den anderen Jugendverbänden super wichtig. Nur so kommen wir voran gegenüber den Großen.